Hallo, ich bin die Katrin und ich will euch heute zum Thema Muttertag ein Muttertagsherz zeigen. Ich persönlich habe mich für das Herz entschieden, weil eine Mutter immer in unserem Herzen ist. Eine Mutter ist immer für uns da und sie tut, was sie kann. So, und dazu brauche ich einen Tonteller, einen Bast, eine Steckmasse, den Thymian, da habe ich Bilis, da haben wir Schneerosen, ein Oregano, ein Rosmarin, Margariten, da habe ich Vergissmeinnicht, da sind Schneeball und ein Spirea. So, als erstes nehme ich mir da jetzt meinen Steckschwamm, lege ihn rein. Ich habe mir den schon fertig zugeschnitten, dass wir einfach Zeit sparen. Dann nehme ich mir einen Bast und binden einmal zusammen, dass er schön hält. Den schneiden wir weg. Und dann leihe ich noch ein Wasser in den Steckschwamm rein, dass die Blumen dann nicht so schnell verwelken. Als erstes, ich fange an mit den Margariten. Nehmen wir da die raus. Schneide es schräg an, dass es einen guten Schnitt haben und stecke es gleich einmal am äußeren Rand, dass es ein schönes Herz wird. Stecke es ein und schauen, dass die Stiele immer in der Steckmasse sind, dass sie eine gute Wasserversorgung kriegen. Wir machen jetzt einmal einen äußeren Rand. Passt auf, dass es euch nicht schneidet. Geht schneller als was man glaubt. So, ich mache mir gleich einmal den Spitz unten, dass ich gleich einmal einen Richtwert habe. Stecken wir das wieder ganz tief rein. Wir schauen jetzt einfach, dass wir den Rand einmal fertig kriegen. Und da passt es auf, dass es schön weit rauskommt, dann, dass wir eine schöne Herzform zusammenkriegen. Und in der Mitte schauen wir, dass wir weiter zubekommen. So, und fertig ist unsere Herzform. Und jetzt machen wir im Mittel da. Jetzt nehmen wir da einen Schneeball. Schneiden wieder schräg runter. Und stecken wieder in die Steckmasse hinein. So, da habe ich die Bilis. Die stecken wir auch ganz tief rein. Die sind sehr empfindlich mit reinstecken. Die sind sehr weich im Stiel. Jetzt könnt ihr auch die Stiele, wenn sie zu weich sind, dann könnt ihr unten eine an Draht reinschirmen, dass es dann besser in die Steckmasse reinbringt. So, jetzt nehmen wir mal da die Vergissmeinnicht her. Das sind meine Lieblingsblumen. Die gehören einfach dazu zum Muttertagsherz. Jetzt fange ich an mit den Kräutern. Kräuter müssen in mein Herz drinnen sein, weil meine Mutter eine leidenschaftliche Köchin ist und da gehören einfach Kräuter dazu. Schneiden wir da jetzt einen Thymian runter. Den schneide ich auch wieder schräg an und stecken dann dazu. Und dann gehen wir weiter zum Rosmarin. Den habe ich da versteckt. So. Da schneide ich mir jetzt auch ein paar Spitzen runter. Dann gehen wir weiter zum Oregano. Da schneiden wir sie jetzt auch ein bisschen was runter. Das Herz darf ja ein wenig duften auch, oder? So, und jetzt haben wir das Herz da fertig gesteckt. Und jetzt nehme ich mir noch ein Moos, was ich mir gestern frisch geholt habe. Da füllen wir jetzt einfach ein wenig die Lücken aus, dass man keine Steckmasse mehr sieht. So, und wenn wir das fertig haben, nehmen wir das wieder weg. Nehmen wir jetzt einen Waschel. Das ist ein Klimatis, auf Deutsch gesagt.
Den habe ich in ein warmes Wasser eingeweicht, dass er schöner zum Birren geht. Und dann schaue ich, wo der Spitz unten ist. Und genau gegenüber stecke ich es oben rein. Und dann schauen wir, dass wir eine schöne Herzform zusammenbringen. Und dann drehen wir das ein wenig, dass das alles hält. Nehmen wir sich da ein Stückchen Waschel und drehen das rundum und um. Drehen es noch einmal rundum und um. Und dann biegen wir es zurück. Und drehen es um die anderen herum. So, und zum Schluss schneiden wir es noch ein bisschen ab. Jetzt kann man sich dann nur ein wenig zurechtbiegen. Besprühen wir das ganze Herz nochmal mit dem Wasser und fertig ist das Muttertagsherz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es macht es daheim nach. Danke fürs Zuschauen.